Denken Sie daran, Sie bestimmen das Schicksal Ihrer Charaktere. Alle können sterben. Also, seien Sie vorsichtig. Ja, hallo und herzlich willkommen zu Detroit Becomes Human. Das Spiel ist ziemlich cool, würde ich mal sagen. Ich hatte es schon lange vor, mal zu spielen, aber bin bisher da nicht dazu gekommen. Wir haben keine Kamera. Das funktioniert hier nicht, weil es ein VR-Spiel ist. Wir sehen hier schon diese liebe nette Lady. Unsere Entscheidungen haben Auswirkungen auf alles, was wir machen. Es gibt verschiedene Ausgänge, verschiedene Möglichkeiten, das Ganze zu beeinflussen. Wir werden eine neue Geschichte starten und dann mal schauen, was passiert. Scheint wohl geschossen worden zu sein. Ein Schuss in der Wand, kaputte Vase. Wir sind auf jeden Fall kein Mensch. Wir sind ein Android, ein Roboter. Eine Familie, Kind, Mutter, Vater. Okay, die Steuerung ist noch ein bisschen gewohnheitsbedürftig, gerade etwas zu nehmen. Das ist wohl die Mutter. Finde Captain Allen. Okay, das ist nicht gut. Captain Allen, ich heiße Connor. Ich bin der Android, den Cyberlife geschickt hat. Er feuert auf alles, was sich bewegt. Er hat schon zwei meiner Männer erschossen. Wir können ihn ausschalten. Sie sind am Rand der Terrasse. Wenn er fällt, fällt auch sie. Haben Sie eine Deaktivierung versucht? Gleich als erstes. Gottes Willen. Hat er kürzlich einen emotionalen Schock erlitten?
Hör zu. Dieses Kind ist jetzt alles, was zählt. Also kümmere dich um den scheiß Androiden. Oder ich werde es tun. Jede Sekunde zählt. 48%. Retten die Geisel um jeden Preis. Verstehe, was passiert ist. Oh Gott, Leute. Was, wie, wo, warum, weshalb? Verstehe, was passiert ist. Durchsuche das Zimmer der Geisel. Okay, es ist das Zimmer des Kindes. Daniel heißt der und es scheint auch ein Android zu sein. Der scheint wohl defekt oder was auch immer zu sein und das Kind jetzt als Geisel zu nehmen und schon Leute getötet zu haben. Also, das funktioniert nicht. Okay. Kind hört keine Schüsse. Kind hörte keine Schüsse. Okay. Was haben wir noch? Untersuche die Opfer. Bereit zum Okay. Jesus. Komme ich da wieder raus? Okay, das ist ganz anders jetzt. Halt, war was? Okay, wie komme ich hier wieder raus, Leute? Ich weiß nicht mehr. Ah, da ist noch was.
Oh Mann, Leute, mir rennt die Zeit davon und ich muss erstmal diese ganze blöde Steuerung hier lernen. Stummschaltung, ach so, das ist das Pad. Das Androiden, der absichtlich Menschen tötet. Alle spricht dafür, dass sich das Einsatzkommando auf einen Angriff vorbereitet und... Die Steuerung ist echt gewohnheitsbedürftig. Oh Gott, wer ist das? Der Vater? War doch noch was. Tablet, wie es ausschaut. Die Störung. Prozent Chance auf Erfolg. Kann ich noch irgendwo Informationen sammeln? Das ist nicht viel. Kann ich nicht irgendwie laufen? So, rennen? Der ist doch jetzt gerade verwundet worden. Mit L1 kann ich irgendwie die Sicht verändern, aber wie kann ich jetzt ihn untersuchen? Oh, die Steuerung ist echt nicht. Was zur Hölle machst du? Sprichst du? Oh Gott. Bleib weg! Keinen Schritt näher oder ich springe! Nein! Nein, bitte, bitte nicht! Los, los, los!
Daniel? Wo? Mein Name ist Connor. Woher weißt du meinen Namen? Ich weiß so einiges über dich. Ich möchte dich hier rausholen. Oh, shit. Deine beruhigen Mitgefühl. Ich bin ein Android. Scheiße. Genau wie du. Ich weiß, wie du dich fühlst. Welchen Unterschied macht es, dass du ein Android bist? Du bist auf ihrer Seite. Du verstehst nicht, wie ich mich fühle. Bist du bewaffnet? Nein, ich habe keine Waffe. Du lügst! Natürlich hast du eine Waffe. Ich sage dir die Wahrheit, Daniel. Ich bin nicht bewaffnet. Du bist defekt, Daniel. Es gibt ein Problem mit deiner Software. Wir reparieren das und alles kommt wieder in Ordnung. An mir ist nichts kaputt. Ich funktioniere perfekt. Oh shit. Aber mir wurden die Augen geöffnet. Ich werde mich nie wieder demütigen lassen. Nie wieder. Einfühlsam, wir schuldigen realistisch. Einfühlsam. Hör zu. Ich weiß, dass das nicht deine Schuld ist. Diese Emotionen, die du hast, sind nichts als Fehler in deiner Software. Nein. Es ist nicht meine Schuld. Ich wollte das nicht. Ich liebte sie. Weißt du? Doch ich bedeutete ihnen nichts. Ich war nur ein Sklave für ihre Drecksarbeit. Ist alles okay, Emma? Bitte hilf mir! Ich will nicht sterben! Ich will nicht sterben! Niemand wird hier sterben. Du musst ruhig bleiben. Es kommt alles wieder in Ordnung. Oh Gott, oh Gott. Ich halte diesen Krach nicht mehr aus. Dieser Helikopter soll verschwinden. Die Situation ist unter Kontrolle. Da, du kriegst dein Bild. Du musst mir vertrauen, Daniel. Lass das Mädchen gehen und ich verspreche dir, es wird alles wieder gut. Ich will, dass alle abhauen. Und ich will ein Auto. Ich lasse sie dann außerhalb der Stadt gehen. Das kommt nicht in Frage. Nein, ich war zu langsam. Maschine, du musst gehorchen. Jetzt nimm die Waffe runter. Shit, ich war zu langsam. Mein Leben lang habe ich nur Befehlen gehorcht. Ich wollte mich selbst opfern. Aber jetzt werde ich selbst entscheiden. Oh Gott, wir haben verloren. Okay, das Kind ist gerettet. Wir opfern uns selber. Boah, krasse Chowski. So bis ich das gelesen habe und dann entschieden habe, das geht so schnell. Dies ist das Ablaufdiagramm der Szene. Hier kannst du die bisher eingeschlagenen Wege, die noch zu erkundenen Wege und die freigeschalteten Möglichkeiten ansehen. Bei jedem Knotenpunkt erhältst du Punkte, die du in den Extras ausgeben kannst. Das Spiel ist so konzipiert, dass einige Knotenpunkte und Enden nicht zur Vervollständigung des Ablaufdiagramms hinzugefügt werden. Okay, uff. Connor sprang im...
Jesus, da gibt es aber echt noch viel. Oh Gott. Okay. Da haben wir wohl was vergessen. Nach Hinweisen suchen, da haben wir auch einige Hinweise vergessen. So viel Zeit verloren, so verschwunden. Abwechselnd draußen konfrontieren. Okay, nahe genug rangehen, das hat wohl funktioniert. Abwechselnd springen mit Emma. Es gibt 4 verschiedene Enden. Nein, und ist noch 1, 5. Oh nein, da gibt es sogar noch 1, 6. 6 verschiedene Ausgänge. November 20, 38. Modell AX400. Ein wirklich erstklassiger Haushaltsassistent. Er kocht 10.000 Gerichte, spricht 200 Sprachen und Dialekte. Und leistet Kindern Lernhilfe von der Grundschule bis zur Universität. Wow! Liebling, der sieht toll aus. Genauso einen brauchen wir. Wie viel soll der noch mal kosten? Im Moment gibt es die. Ach, ich bin ein ich bin hier im Ausstellungsraum. Ich werde hier gerade angeboten. Das ist nett. Er macht absolut alles, was im Haus anfällt. Malern, Klempner, Gärtner, Reparieren. Wir nehmen ihn. Eine gute Wahl, Sir. Folgen Sie mir bitte, wir machen alles fertig. Der MP800 ist etwas teurer, hat aber auch viel mehr Funktionen. Kommen Sie, ich zeige Ihnen. 2.999 Euro. Wie viel koste ich? Da ist er. Das war etwas schwierig, ihn wieder zum Laufen zu bringen. Er war echt richtig kaputt. Was ist nochmal mit ihm passiert? Es war ein Auto. Ein blöder Unfall. Ah, verstehe. Wie auch immer, er ist jetzt so gut wie neu. Na, vielleicht bis auf den Reset. Also, wir mussten den Speicher löschen. Es ging nicht anders. Das ist okay. Okay. Gibt's einen Namen? Von meiner Tochter. AX400, registriere deinen Namen. Kara. Mein Name ist Kara. Quanti Dreams. Detroit. November 20, 38, 9:38.
Wollen wir jetzt nach Hause? Ja. Ja, ich glaube, das reicht für einen Tag. Hier. Lassen Sie mich Ihnen helfen. Oh, danke, Liebes. Alles Androiden, ne? Kameraden. Hilft den alten Herren. Der Gärtner, oder die Gärtner vielmehr. Der geht mit ihm joggen. Babysitten. Hier nicht entlang. Okay, gut, hier kann ich gar nicht entlang gehen. Ich wollte mich jetzt hier mal umschauen eigentlich. Hole Bestellung 847 bei Malerbedarf Berliner ab. Okay. Ich will mal hier einfach ein bisschen umschauen auch. Da stehen welche, die werden geladen, oder? Ist es eine Ladestation? Parking. Entry Temporary Parking. Maximal 3. Es ist schon irgendwie spooky, ne? Polizeiauto. Ich meine, will man das? Dass sowas wirklich mal oder dass das mal so weit kommt? Den haben wir vorher gerade auch gesehen. Haben Sie ein bisschen Kleingeld? Das sollte doch in Bucht 7 sein. Klar, klingt gut. Delivery. Das ist quasi meine Brüder! Wir müssen der Sünde den Rücken kehren! Lasst uns die Androiden verbrennen! Verbrennen wir sie alle! Ihr Sünder! Das Ende ist nah! Die Vergeltung steht bevor! Technologie richtet uns zugrunde! Technologie ist das Böse! Wir spielen Gott und erschaffen Maschinen. Okay, also, wann ist so los? Wir sind nichts als Staat. Ja, das passt gut bei mir. Da ist auch eine Demo. Die Stimmung ist nicht gut, aber kann ich auch verstehen, weil wenn du schaust, die machen etliche Arbeit hier in der Hinsicht und ich denke, dass die nicht nur hier so sauber machen, den Park, Gärtner sind, ich glaube, dass die auch noch viel mehr andere Jobs machen. Hat man gesehen, Babysitter, alles mögliche, Personal Trainer. Und dass das natürlich alles Jobs kostet. Hier, die gehen hier einkaufen für jemanden. Smith and White. Smith. Da ist der Maler. Hey,
viele schöne Farben. Papier, Leinwände, Farben. Verbinden. Identifikation bestätigt. Ja, jetzt sehen wir auch mal, wie wir aufschauen. Die Bestellung Nummer 847. Das macht 63,99. Bitte die Zahlung bestätigen. Zahlung bestätigt. Verkauf abgeschlossen. Okay. Jetzt muss ich mit dem Bus zurückfahren. Alles klar. Ändere mit R1 den Kamerawinkel. Jetzt muss ich mit dem Bus zurückfahren. Wo geht denn der Bus? Hier hinter. Okay. Ein Kino. Also Kino gibt es noch. Was mich wundert. Danke für die Rettung von Cyberlife's Akroidenparkservice. Es gibt freie Plätze. Kann ich mich da hinstellen und parken? Ich nehme keine Drogen, ehrlich. Geldautomat mit Fingerabdruck. Da hinten ist mein Bus. Und das ist die Firma, genau, das ist diese Android-Firma. Und hier sind die ganzen Modelle wohl ausgestellt. Handwerker. Hi, my name is AP700. Handwerker, free time for you. Nochmal ein Handwerker. Was ist das? Handwerker, free time for you, get your... Alles Handwerker. Das sind alles Handwerker, wie es ausschaut. Handwerker for it. Kann ich da irgendwas machen? Oh Gott. Oh, da fährt mein Bus weg. Na toll, ich bin zu spät. Oh, das sind noch mehr. Sind das auch Handwerker? Alles Handwerker. Verkaufen die nur Handwerker? Oh, da komme ich nicht weiter. Das ist alles das gleiche Modell, AP700. So, wie fahre ich jetzt hier mit dem Bus? Bitte beachten Sie die speziell gekennzeichneten Bereiche für Androiden. Der Bus fährt jetzt ein. Wir wünschen eine angenehme Reise. Heute bleibt es bewölkt. Okay, ich muss mich hier hinstellen. Na dann, bin ich mal gespannt, wo wir jetzt hinkommen, wie es weitergeht. Wir sehen uns gleich wieder, hoffentlich doch, denke ich.